Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Edelum zu einem neuen Part. Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Im letzten Part haben wir hier die Route beklommen, wollte ich gerade sagen. Ist aber kein Werk. Die Route hinter uns gelassen und nun werden wir nach Ohana gehen und die Story weiter fortsetzen. Und da sind wir schon in Ohana. Na, das ist vielleicht ein Westerndorf. Wie kein zweites. Ein Snubligat. Schnapp. Ein Miltank. Kein Miltank. Ein Tali. Mit seinem Robball. Nein, mit der Weiterentwicklung. Hey, Zwergvieh, lass uns herausfinden, wer von uns stärker ist. Immerhin habe ich die große Prüfung auch bestanden. Und mit einem Setkrafttrink gekämpft. Und mir einen Setkrafttrink erkämpft, meinte er natürlich. So, wie es hier in Ohana aussieht, kommt man sich vor, als würde man ein Duell in einem Western austragen. Voll cool und aufregend. Wir wollen natürlich einen fairen Kampf, also lass mich eben deine Pokémon wieder fett machen. Okay, scheint so, als stände ein Duell bevor. Duell gegen Tali. Dank der Spezialpfannkuchen meiner Mama sind wir voller Energie. Los geht's, Marikek, Pikachu und Co. Lass uns zeigen, was wir drauf haben. Da kommt der Kampf gegen Tali. Vier Pokémon von Tali gegen vier Pokémon von Zwergi, von Zwergenfee. So, mit meiner neuen Pikachu-Kappe wird das alles gelingen. Hoffentlich doch. Das wird an der Pikachu-Kappe liegen. Bäh. Wortfindungsschwierigkeiten. Schon zu Beginn des Parts. Schmarotzer. Oha. Aber sie haut ordentlich rein, die Marikek. So. Kann man nur sagen, ordentlich. Habe ich irgendwas im Beutel, irgendwelche Tränke. Einen Tank habe ich. Ich habe keinen Supertrank. Das ist schlecht. Das ist eher schlecht als recht. Dann war es das wohl für sie, wie es ausschaut. Ja, die Set-Attacke werden wir nicht überleben. Marikek gegen eine Hölzchen-Set-Attacke. Setzt Kraft ein und setzt die Set-Attacke ein. Hypersprint-Angriff, die kennen wir doch irgendwo her. Diese Attacke. Was soll's, wir sind eh am Arsch. Egal, was eingesetzt hätte. Ja. Höhle hätte es noch gewesen sein können. Dann hätten wir es überlebt. Wie wär's mit Hoodie? Der ist doch vom Typ Pflanze. Pflanze gegen Wasser, das ergibt doch normalerweise einen Sieg für das Typ Pflanze. Oder? Wasserdüse. Ja, das sieht gut aus. Hudi. Ja, spitze. Hudi rettet uns mal wieder den Tag. In dem Duell gegen Tali. Hudi erreicht Level 19. Spitzenklasse. Versucht Gesichter zu erlernen. Nein, nichts da. Ich kenne die Attacke Gesichter. Nichts da. Das bringt uns nichts. Lea erreicht Level 15. Tali setzt Pikachu ein. Weiterkämpfen. Ich bin mir nicht ganz sicher wegen Typenvorteil und so weiter, aber sollten wir hinkriegen, oder? Mit Rasierblatt. Das soll effektiv sein, laut Beschreibung. Dann hau mal rein. Ah, das bedeutet also effektiv. Blattwerk ist auch effektiv, dann hau rein. Mach es alle. Zack. Na, das ging ja schnell. Hoodi haut wie immer rinne. Der hat's drauf. Steve erreicht Level 12. FM. Okay, dann bring mal den FM her. In Fledermaus-Pokémon.
Da ist Rasierblatt und Blattwerk eher weniger effektiv, aber Unheilböen, das dürfte es bringen. Ja, so steht es in den Attackenbeschreibungen. Das wird mir geflüstert vom Spiel, dass die Attacken sinnvoll sind. Schnabel soll auch sinnvoll sein. Na dann, zurückgeschickt, was? Zurückschicken? Nein, das gibt's hier nicht. Hier wird nicht zurückgeschickt, hier wird angegriffen. Schnabel, zack. Ja, kann man machen, kann man nehmen, kann man einsetzen. Bringt doch was. So, wie viele Pokémon hat der noch? Eins, glaube ich, noch, oder? Ja, Evoli. Sein letztes Pokémon, wir kämpfen natürlich weiter. Rudi ist einfach der Hammer. Auf den kann man setzen. Rudi kann man benutzen. Oh, aber wir haben noch nie gegen eine Evoli gekämpft. Hm, was ist hier effektiv? Versuch's mal mit Blattwerk. Obwohl, Unheilböen wäre das vielleicht nicht doch effektiver. Wir werden es sehen. Ja, kann man einsetzen. So, Unheilböen noch dazu. Dann haben wir es, glaube ich. Haben wir es erledigt. Keine Wirkung auf Evoli. Oh, wenn das so ist, dann muss ich wohl Rasierblatt einsetzen. Dann ist ja wohl klar, wie das hier läuft. Rasierblatt und Duell bestanden. Nice. Ja, hier kann es nur einen geben. Das Dorf ist zu klein für uns beide hier. Es kann nur einen von uns beiden in diesem Dorf geben. Hey, sag mal, wie bist du auf diese Taktik gekommen? Was für eine Taktik? Ich habe einfach Hoodie eingesetzt. Das ist einfach ein geiles Pokémon. Was ist denn meine Taktik? Wow, das war echt ein guter Kampf. Mein Marikek und die anderen hatten auch jede Menge Spaß. Und darauf kommt es schließlich an. Kek! Ja, Zwangfee, das ist für dich. Du hältst das Item Angriffsplus. Angriffsplus wurde in der Itemstasche verstaut. Das Herrscher-Pokémon hatte eine ziemlich widerstandsfähige Aura, stimmt's? Bei anderen Herrscher-Pokémon ist das bestimmt auch so. Bei anderen Herrscher-Pokémon ist das so. Bei dem Radikal dort. Das war nicht widerstandsfähig. Aber mit einem Angriffsplus erzielen die Attacken in der Pokémon viel mehr Volltreffer. Dann spielt die Aura keine große Rolle mehr. Oder du könntest dir den Kampf durch den Einsatz der Rotomkraft erleichtern. Manche Pokémon-Kämpfe gewinnt man auch, manche verliert man. Schlimm ist nur, wenn man keinen Spaß dabei hat. Also dann, bis später. Ich gehe mich mal auf der Ohana-Farm umschauen. Der geht aber fröhlich aus einem verlorenen Duell hervor. Ja, ein Miltank. Milta! Was mit dir hier, Bewohnerin der Stadt, des Dorfs, Villager? Lange bevor diese Stadt gegründet wurde, als es hier noch nichts gab, sollten Menschen und Tauros gemeinsam durch die Lande gezogen sein. Aha, Interessantes über die Stadt. Ein paar Fakten zur Geschichte von Ohana. Ist klar. Wir entfalten uns zusammen mit Pokémon. Na, aber entfalte dich nicht zu sehr, sonst kann ich dich nie wieder zusammenfalten. Sonst kannst du das knicken. Hey, du da! Ja, du! Ich bin auf der Suche nach etwas Bestimmtem. Würdest du mir vielleicht ein Exemplar des Items Hyperball für 5000 Pokédollar verkaufen? Möchtest du dem Mann einen Hyperball verkaufen, sofern ich einen habe? Aber hör mal, du kannst mir nicht verkaufen, was du nicht besitzt. Danke, dass du mir wertvolle Zeit geopfert hast. Man sieht sich. Okay, da ist er weg. Verschwunden. Kaufte sich jetzt selbst einen im Pokémon Center. Dort hinten liegt also die Ohana Farm. Dann ist es bis zum Gletscherhügel noch ziemlich weit. Okay. Interessant, dass du mir den Weg beschreibst. Nein, den Weg nicht beschreibst, aber sagst, dass es noch weit ist. Da weiß ich, wo ich dran bin. Da du la Region reiten die Leute wohl schon seit langer Zeit auf Tauros. Das erklärt auch, warum Pokémobil hier so ein fester Bestandteil des Alltags ist. Okay, noch ein Villager hier. Hm. Genau.
ein Villager. Ein Herrscher-Sticker, den nehme ich doch gerne mit. Ich habe jetzt 13 Herrscher-Sticker. Uha, so gut bin ich nicht, aber löwisch. Mit Tank. Ich sag mal Mil. Mil. Hallo, willst du eine Flasche Kuhmilch? Hier, nimm ruhig. Gratis. Wow, der Wahnsinn. Die weiteren muss ich kaufen, oder was? Ich würde mich freuen, wenn du morgen wieder vorbeischaust. Gibt's hier täglich eine gratis Kuhmilch, oder was? Läuft hier. Dein Iskala. Es wiegt also unter 50 Kilo. Dann dürfte es die Attacke Strohler auch nicht allzu sehr in Mitleidenschaft ziehen. Im Pokédex kannst du jederzeit nachsehen, welches Pokémon wie viel wiegt. Das juckt mich nicht wirklich. Oh, Team Skull! Hier, nur Hana. Ach du Schande. Ich setze schon den Flügelkuchen aus. Und zwar dann. Ui. Lass es geflext in Frieden. Was? Was glotzt du denn so? Damit kann es doch eh nichts anfangen. Bei uns ist doch seitdem in besseren Händen. Okay. Du kommst wie gerufen. Sei so gut und hilf dem armen Pokémon, bitte. Ja? Ach, muss das sein. Ich will mich jetzt nicht unbedingt mit Team Rüpel. Mit Team Rüpel anlegen. Mit Team Skull meine ich natürlich. Mit dem Team Skull Rüpel will ich mich nicht anlegen. Doch, will ich schon, aber nicht jetzt. Ich will mich erstmal in Ohana umschauen und auf die Ohana Farm gehen. Mann. Schaut so aus, als ob es heute viele Duelle auf Ohana gibt. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Sollen dann wieder deine Pokémon wieder fit machen? Jo, mach das mal. Okay, dann nehme ich deine Pokémon für einen kurzen Moment in meine U-Boot. Geheilt. So. Wir haben ja einen schweren Kampf gegen hinter uns. Ja, ist klar, ein schwerer Kampf gegen Tali. Mhm. So viel dazu. Ja gut, dann wagen wir uns halt in den Kampf gegen Team Skull. So lange wird es ja nicht dauern. Das wird ja... Also, schwer kannst du gegen Team Skull nicht werden. Also los. Na dann, auf ihn! Was willst du, Lübe, jetzt von uns? Soll ich dir eben das nächste polieren? Ja, mach, versuch's. Mal sehen, wer hier wem das Näschen poliert. Team Skull-Rüpe fordert dich heraus mit einem Pokémon. Der hat wohl einen Termin mit meinem Hoodie gebucht. Generell mit meinem Pokémon-Team. Mit Izzy. Ach, Izzy wird's auch hinkriegen. Alter, komm, Team Skull-Ratzfratz. Das ist nicht der Rede wert. Bis... Oh, ich habe Angst. Er hat Biss eingesetzt. Ja gut, die Attacke war jetzt nicht so effektiv. Vielleicht bringt Schnabel schon etwas mehr. Ja, etwas. Ja, man muss sagen, sie ist jetzt auch nicht der stärkste Teammitglied im Team. Aber die Setkraft, die könnte unter Umständen effektiv sein und etwas bringen. Na komm. Einmal. Ja. Z-Kraft einsetzen. Z-Attacke. Hyper-Sprint-Angriff. Hyper. Ja. Da wird ordentlich reingehauen. Im Duell. In dem Duell geht es nicht um die Welt, aber es geht sehr wohl um etwas. Um den Sieg in einem Pokémon-Kampf. Ist. Steht ziemlich Gleichstand. Naja, doch, Ratzfatz ist ein bisschen mehr geschwächt. Aber, ja komm, einmal Schmorz, auch wenn das nicht effektiv zu sein scheint. Oha! Das Ratzfatz hat tatsächlich mein Izzy besiegt. Oha! Dann einmal Lea hier einsetzen. Lea versus Ratzfatz. Naja, das Ratzfatz ist schon was besiegt. Nicht der Rede wert. Nicht der Rede wert. Nein. Nicht wirklich. Mir fehlten gerade wieder die Worte. Wortfindungsprobleme. Aber gut, jetzt haben wir ihn mal endlich besiegt. Mensch, was soll das? Ist das die Nöte, bin ich? So ungefähr. So ungefähr, würde ich sagen. Ja, das kann man schon so ausdrücken.
Das ist alles deine Schuld. Bloß wenn du dieses einzelne Item nicht rüberwachsen lassen willst. Ja, jetzt dem Pokémon die Schuld geben. Ja, nee, ist klar. Hauptsache, du bist nicht schuld. Pieks! Das nächste Mal hast du weniger drauf. Kannst Gift nehmen, hol die Pieks. Na, seid ihr wieder in Ruhe und in Frieden. Ein Glück, dass jetzt alles wieder in Ordnung ist. Free Picks! Dem Vulpix geht's wieder gut. Oh, was hast du? Ein verstecktes Item hat es für mich. Es würde mich sehr freuen, wenn du auch morgen wieder vorbeischauen würdest. Da hast du dann eine neue Herausforderung. So ungefähr, oder was? Gibt es dann ein neues Pokémon, was bedroht wird? So ungefähr läuft das hier. Ah doch, tägliche Herausforderung hier. Und die ist geil. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Sollen wir deine Pokémon wieder fit machen? Ja, mach mal. Schon zum zweiten Mal hier in diesem Part. So, mal wieder geheilt. Ist bei Team Sky fast nicht nötig, aber fast nicht heißt eben doch kaufen. Kaffeebereich ist 11 Uhr. Nein, ist es nicht, aber egal. Kann wohl Kaffee. Ja, damit. Ja, damit. Es gibt Kaffee. Ich greife es mir. Eine gute Wahl. Einen Augenblick, bitte. Hey, das lohnt sich doch mal. Danke fürs Warten, ein Granbull-Kaffee ganz nach Bestellung. Das weckt Körper und Geist. Der Planet, auf dem wir leben, kreist unermüdlich um die Sonne. Der Mond wiederum kreist unermüdlich um den Planeten, auf dem wir leben. Hast du dir schon mal einmal gefragt, was bzw. dein Leben Tag für Tag kreist? Und hier hast du einen kostenlosen Dreingabe zu deinem Getränk. Die gibt es nur einmal pro Tag. Dieser Keks ist eine Spezialität aus Mahagonia City in der Johto-Region. Wo ist die Wutkeks? Oh, den Wutkeks, den kenne ich. In der Tat. Wutkeks wurde in der Medizintasche verstaut. Da haben wir den Kaffee runtergeschlürft. Und das ist für deine Pokémon. Die besten Empfehlungen. Pokebohnen erhalten. Pokebohnen sind eine Spezialität aus Alola. Pokémon sind ganz verrückt nach ihnen. Fütterst du deine Pokémon bei einer Pokémon-Pause mit Pokebohnen, werden sie zutraulicher. Bitte beehre uns bald wieder. Pokémon für Pokémobil nicht rufen. Okay. Welches Pokémon habe ich denn gerufen? Ja, ich habe hier nur ein Tauros. Das hier würde ich rufen. Ja. Geht er da nicht? Oh, ein Kampf! Ich habe gut geschlafen und gut gegessen. Fehlt nur noch ein guter Kampf. Noch ein Duell. Ein Duell. Dann ein Duell im wilden Westen. Eine Senioren. Ein Duell gegen einen Senioren. Das lobe ich mir doch nicht. Das ist ja ein spannendes Duell. Herzner! Okay, hast dich genug gehärtet? Schmerzer! Schmerz dich weg. Oder auch nicht. Rokara ist ziemlich stabil. Das scheint ihr nicht viel zu machen, zu schaden. Z-Kraft, super Sprintangriff. Eine andere haben wir auch noch gar nicht. Nicht wirklich. Wir haben zumindest keine Pokémon, die den Kraft Dingens Z-Kristall einsetzen können. Also müssen wir mit dieser Attacke bisher leben. Wir müssen mal neue Pokémon fangen. Super Sprintangriff. Attacke. Volle Power auf das gegnerische Pokémon. Zack. Ist irgendwas passiert? Habt ihr was gesehen? Ist sie erstaunlich wenig. Da ist wohl nichts passiert. Ja, so viel zur Z-Attacke. Das hat ja ordentlich was gebracht. Oh, ein Konrad. Ein Kubus. Schnabel. Okay.
Hey, wenn das so ist. Izzy, verabschiede dich. Komm zurück. Du schaffst es doch nie. Versuch du es mal. Ja, Schnabel hat da relativ wenig gebracht. Wieder der Kubus hier. Wahrscheinlich hat es sich durch Härtner schon so unheimlich gesteigert, dass es jetzt nicht mehr besiegbar ist. Das war ich zu bezweifeln. Oh, aber die Attacken ziehen wenig ab. Ist sehr, sehr stabil. Das Rokara hält ziemlich viel aus. Unheilböen hält es auch Unheilböen aus. Wow, ein wahres Duell hier mit einem Rokara. Das ist ein zäher Stein. Uha, und Hoodie ist fast besiegt. Blattwerk. Komm, Blattwerk. Mach es alle. Nice. Danke, Hoodie. Auf dich ist immer Verlass. Auf das Rokara hast du besiegt. Dankeschön. Dankeschön. Lea erreicht Level 16. Steve erreicht Level 13. Super Schall. Fahrtheuler vergessen und Super Schall erlernt. Immerhin was Besseres. Oh weh, mit vollem Magen sollte man nicht kämpfen. Zangfee gewinnt 3000 Pokémon Dollar und geht sich aus dem Duell gegen die Senioren hervor. Well, ja, muss man so sagen. Muss man ihr lassen. Oha, da haben wir den Farmer. Oh, ein Trainer auf Inselmannschaft. Du kommst wie gerufen. Komm mal mit, es ist gerade ein Captain hier. Ein Captain ist hier. Na dann. Das ist doch hier der Herrscher der Farm oder was? Das war doch in Pokémon Sonne so. Das Mildtank ist. Der Besitzer der Farm. Ist klar. Wie geht's euch jetzt? Und die hat ja diese komische Stimme. Muss jetzt immer so sprechen. Guck mal, Milch von der Ohana Farm ist wirklich das Beste. So cremig und erfrischend. Und erst die helle Soße, die man draus machen kann. Unbeschreiblich gut. Meine Fresse, ich hätte mir auch eine bessere Stimme für die ausdenken können. Aber gut, jetzt werde ich meine Stimme kaputt machen, wenn ich die jedes Mal spreche. Da wir uns hier über den Weg gelaufen sind, habe ich ein kleines Geschenk für dich. Die sieht auch so aus, als würde sie diese Stimme haben. Bispark kann nun per Pokémobilfunk herbeigerufen werden. Ah, okay, Bispark. Ich habe mich wieder mal versprochen. Mit dem Bismarck-Detektor kannst du Items aufspüren, die unter der Erde vergrabt sind. Dieser Slogan von Pokémobil sagt alles aus. Hältst du den Mehlknopf gedrückt, wirst du mit Items bedrückt. Spring auf und probier es selbst aus. Hier in der Gegend liegt einiges vergraben. Wenn du in der Nähe von einem vergrabenen Item fängst, Bismarck an zu gelben. Am Blitzscher hinter Route 5 findest du meine gute Freundin, die sie begrüßt. War's das? Ja, wollen wir noch mit dem Mildtank sprechen oder was? Na denn, der Herrscher der Farm oder was? Genau so. Und das Tauros hier hinten? Da gab es doch auch eine Story zu. Der Tauros! Ja, die Story. Das Tauros, da ärgerst. Du bist in dem fängst du dir sonst ganz schnell Tritte ein. Ja, stotter. Ja, ist heute irgendwie so. Taurus sind ja ohnehin schon temperamentvolle Pokémon. Aber dieses Exemplar hier ist ganz besonders ungestüm. Andererseits ist das auch kein Wunder. Denn es ist noch ganz neu hier auf der Farm. Eigentlich würde ich es gerne über Pokémobil nutzen. Aber ich kann es ja schlecht abrichten. Wenn es bei jeder Kleinigkeit so ausflippt. Ich schätze, das ist ein Fall der Herren des Hauses. Oder besser gesagt, die Herren der Farm. Die hat ein Händchen für sowas. Die Herren der Farm? Das ist doch bestimmt das Mildtank, oder was? Ich rede von der Herren der Ohana Farm hier. Die kriegt jedes noch so störrisches Taurus in den Griff. Aber du hast natürlich schon recht. Es ist wirklich Zeit, die schweren Geschütze aufzufahren. Wir brauchen jetzt die Herren der Farm. Die wird das schon für uns richten.
Mülltank, komm mal her. So ein inkompetentes Team hier, muss ich mich wirklich mal drüber aufregen hier. Der Farmer und die Farmerin können das nicht leisten und holen das Mülltank und schicken das hier an die Front. Natürlich, das muss man hier vorschicken, wo man selbst zu inkompetent dafür ist. Alles klar. Das haben wir ja, da haben wir sie ja schon, die Herren der Farm, Mülltank. Mülltank. Wenn Mülltank hier sich erstmal Gehör verschafft, dann kuscht jedes noch so widerspenstiges Tauchers ganz schnell und ist auf einmal handzahm wie ein Wolchidamm. Mülltank. Dann lass doch mal die Kuh machen hier, das ist... Ja, nein, nicht drüber aufregen. Ist nur nicht euer Ernst hier mit der Kuh. Mülltank. Was? Tauchers. Da hört ihr's. Mit so einem störrischen Tauchers ist überhaupt nichts zu spaßen. Sieht aus, als bekämen selbst die Herren der Farm so ihre Probleme. Wenn man es dazu kriegen könnte, erstmal nicht überschüssige Energie zu verbrauchen. Hey, was sagst du? Würdest du eben einen Kampf gegen Tauchers bestreiten? Nein. Na gut. Wäre halt wirklich eine große Hilfe, wenn du das übernehmen könntest. Nee, kommt mal selbst mit euren Problemen zurecht. Nee, lass bleiben. Ich habe schon einen Tauchers hier, guck mal. Ich habe einen Tauchers, kommt selbst zurecht. Lass das die Kuh machen, oder? Mach das doch selbst. Zurechtkommen. Das sollen sie mal schön von selbst machen. Da bin ich jetzt nicht hier. Und ihr Zähmer. Nein. Ich werde hier nicht bezahlt. Also. So. Sagt das so, oder? Wie geht's weiter? Nein, da geht's weiter. Da vorne. Aber erstmal ein wildes Pokémon. Ein Voltilam. Davon war gerade die Rede. Dass es zahm wird wie ein Voltilam. Los, sie! Ich hoffe, wir brauchen diese Nebenquest mit dem Tauros nicht unbedingt für die Haut. Das wäre wirklich schlecht. Oh, ein Herrschersticker. Mist, da müssen wir später nochmal hin. Sieht so aus. Jetzt müssten wir da mal vorbei. So. Aus, als würde es zum Plätscherhügel gehen. Route 5. Oh, die beiden wollen mich duellieren. Eins. Und eins ist zwei oder doch drei. Vielleicht sogar vier. Ich werde nicht verlieren. Ich muss nur fest genug dran glauben.